Okay, und bitte. Hallo. Ja. Sehr gut. Wenn ja, schon die Kuchen wieder dabei haben, soll ich am liebsten machen. Ja. Nur für die Füße und Ellbogen von mir. So Leute, jetzt fragt ihr euch sicherlich, was passiert hier und warum sind da so schöne Menschen im Hintergrund, die mit Lampen rumrennen. Und es ist tatsächlich kein Backroom Casting Couch, auch wenn hier so eine große weiße Couch steht, sondern es ist tatsächlich, wieso ist Janina, wieso bist du die Einzige, die drüber lacht, wenn ich das sage? Was denn? Okay, nochmal, gerade nochmal so aus der Affäre gezogen. Aber Fakt ist, wir drehen gerade für NTV Deluxe eine kleine... Ein Beitrag, kann man sagen. Ne? Und da geht es darum, dass die junge Dame hinter mir wissen möchte, was macht der Kerl da eigentlich und wie kann er sich so einen dicken Bauch finanzieren. Und da reden wir so ein bisschen drüber. Jetzt geht es gleich noch, wir haben Tasting gemacht, das zeige ich euch jetzt auf jeden Fall mal. Und jetzt geht es gleich auch noch dann Porsche fahren und da mal gucken, ihr wisst ja nach wie vor Auto. Und da nehmen wir euch auch nochmal mit und gucken mal, was da passiert. Ja? Also wir sehen uns gleich. Einfach geil. Also, ihr wisst ja Leute, das Café macht jetzt bald auf. Und ich muss schon echt sagen, ich habe noch niemals davon gehört, dass es Kuchen gibt, der lecker ist. Ohne Zucker, ohne Milch, ohne Mehl, ohne irgendwelche andere Scheiße, ohne Zusatzstoffe. Einfach nur verdammt lecker mit geilen Zutaten, die gesund sind. Und Björn, einmal nochmal ganz kurz bitte. Die sind sogar nicht nur nicht ungesund, sondern die sind sogar gesund. Das heißt, die helfen sogar zum Beispiel deine Gehirnleistung zu fördern. Die wecken dich auf ein bisschen, machen dich fitter. Die fördern, was fördern die alles? Also das ist ja unglaublich. Die sind gut für deine Zähne, weil die, der Birkenzucker da drin, der wirkt antiprophylaktisch. Also gegen Karies etc. Dann die mittelkettrigen Triglyceride in dem Kokosanteil sorgen dafür, dass der Körper in Ketose geht. Das heißt, der wechselt von Kohlenhydratverbrennung auf Fettverbrennung. Also quasi... Der goldene Gral, also Kuchen und es geht, du wirst gesund. Es ist so krass, oder? Es ist Kuchen mit dem Effekt von Gemüse. Von sehr gutem Gemüse, ja. Von sehr gutem Gemüse sogar, weil es einfach extrem hochwertige Zutaten sind. Ich bin krass begeistert und wenn ihr sagt, damn, ja, das ist mega spannend. Pero, wir sind im Begriff für das Café eine... Pero, denn wenn ich mal ganz ehrlich... So, wir sind zu dritt im Begriff, eben diese ganze Sache jetzt zu Ende zu bringen, im Sinne von, dass das Café bald aufmachen wird. Und was wir momentan auch machen, ist, dass wir sagen, wir hätten, glaube ich, Interesse daran, von außen nochmal Feedback zu bekommen, bevor wir voll reingehen, weil so ein Café ist ein extrem krasses Commitment. Das kostet einfach mit der Gebühr und mit allem, was man bezahlt, Übernahmekosten und so weiter von Mobiliar und so weiter, da zahlt man auch gern mal eine Viertelmillion Euro und 250.000 Euro. Und selbst wenn wir es nur die Hälfte kostet, so 120.000 ist mal eben trotzdem immer noch viel Geld. Das heißt, wir wollen sicher gehen, dass ihr das geil findet, wenn wir sowas machen. Deswegen bitte, lasst uns mal wissen, wenn ihr sagt, wir sollten eine Kickstarter-Kampagne starten oder generell eine Crowdfunding-Kampagne, wo ihr einfach 5 Euro, 10 Euro geben könnt, dafür, dass ihr zum Beispiel schon eine Torte mal vorbestellt oder sowas und damit auch ihr quasi uns sagt, hey, das ist eine geile Idee, ich will das haben, dann lasst mir doch einfach mal einen Daumen hoch da. Und wenn dieses Video hier erstaunlich viele Daumen hoch bekommt, dann würde ich sagen, machen wir auch mal eine Kickstarter-Kampagne und dann können wir da alle gemeinsam was bewirken. Cool. Sehr geil. Und jetzt würde ich sagen, jetzt essen wir mal noch den Rest auf, weil irgendwas muss daran passieren. Sehr gut. So, Freunde, jetzt geht's auf zum Porsche-Händler hier in Berlin. Mal gucken, ich wollte eigentlich erst keinen Porsche haben. Hab aber dann gemerkt, so, weil ich das Auto wahrscheinlich auch viel nutzen werde, brauche ich schon was, was komfortabel ist. Also gucke ich jetzt mir nochmal einen Porsche an. Bisher hat der Tesla ja ganz krass gesiegt. Ja, weiß ich nicht, was ich noch so sagen soll. Mal gucken jetzt. So Freunde, gerade am Brandenburger Tor hier, zack, mit dem Auto und zwar mit dem Drive Now. Ich finde ja auch einer der Gründe, warum es nicht so dringend hat mit dem Auto, ist, weil ich einfach sage, es gibt ja genug Möglichkeiten mit zum Beispiel Drive Now oder Car2Go hier in Berlin zu fahren und es gibt ja auch dann Taxi, Bahn und so weiter. Es gibt genug Möglichkeiten
Und jetzt hier, jetzt fahren wir hier durch den Tiergarten. Das heißt, ich nehme mal wieder lieber die Hände ans Steuer. Ihr wisst ja, Sicherheit geht vor. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich fahre wie eine gesenkte Sau. Also es ist echt brutal bei mir. Schon fast ein bisschen asozial. Da vorne die Bundeswehr übrigens, Achtung. Nein, mal schnell dran vorbei. So, wir sehen uns dann gleich. Oh, die Goldelse da hinten, ne? So, Freunde, Porsche, jetzt gucken, was da los ist. So, Freunde, den bin ich gerade mal ein bisschen gefahren. Und das hat es echt in sich, ne, das Ding, muss man echt sagen. Vor allem, der fährt so ganz entspannt los. Und dann, wenn man da drauf drückt, Freunde, der geht da nach vorne. Es tut mir leid auch, dass es gerade ein bisschen dunkel ist. Es ist halt schlichtweg einfach abends. Wir gehen jetzt ins Kempinski Hotel und werden da nochmal ein, zwei Drinks zu uns nehmen. Und dann habe ich jetzt gerade mal gesprochen mit dem guten Herrn, ich glaube Schröder heißt er, dass ich da demnächst mal ein bisschen länger mit dem Auto rumfahren werde. Und da mal ein bisschen länger auch mal das Ding wirklich testen werde, ja. Also ich mache jetzt nochmal die Kamera aus, hole mir jetzt erstmal nochmal einen BMW Drive Now und fahre dann damit jetzt erstmal zum Kempinski Hotel. Wir sehen uns gleich wieder, ja. So, Freunde, Whisky-Sauer-Modus. Und jetzt, Coach Mats. Ja. Machen wir nochmal ein High-Five in die Kamera. In die Kamera. Mats, sehr gut. Und da hinten noch Julia, war gut, oder? Was? Sehr gut. So, Freunde, jetzt müsst ihr auch mal nachvollziehen können, was ist passiert. Also, wir waren ja gerade bei Porsche, jetzt sind wir in dem Kempinski Hotel in der Bar angekommen. Die ist auch eine echt schöne Bar. Also, ihr kennt mich, ich bin öfter mal im Ritz-Carlton. Und hier, das muss man schon sagen, das sieht schon auch sehr verführerisch aus. Also früher, als ich sehr viel so in günstigen Hotels war, konnte ich gar nicht nachvollziehen, wieso man in einem Hotel an die Bar geht. Jetzt verstehe ich das immer mehr, weil das sind einfach schöne Bars. Wenn die Hotels immer schöner werden, werden die Bars auch entsprechend schöner, ne, in der Preisklasse. Finde ich super. Jetzt Julia kommt vorbei, Olli kommt vorbei, Mats ist schon da und hier die drei Gangster, die da hinten so ein bisschen filmen, die sind auch noch mit am Start. Und dann klingt der Abend so ein, naja, ich kann nicht mal sagen, dass es ausklingt, weil danach ist jetzt noch gleich Mentoring-Call. Das heißt, wir trinken jetzt irgendwie nochmal ganz gemütlich eine Limo und dann geht's danach mal ein bisschen an die Arbeit, ja, weil von nix kommt nix. Heute auf jeden Fall ein genialer Tag. Ich werde jetzt noch so den einen oder anderen Shot machen von der Szene, aber ich glaube, viel mehr geredet wird heute auch nicht mehr. Dann geht's für mich, wie gesagt, morgen früh, 5.20 Uhr stehe ich auf, dann ab nach Tegel, da in dem Flieger Air Berlin, nee, Condor ist es, glaube ich, Condor, dann Business Class nach Gran Canaria. Es wird gut und vor allem sonnig und ich habe gerade auch mit Mats drüber gesprochen, die Sonne ist halt einfach echt was, das macht so viel Lebensqualität bei mir aus. Und was sonst noch Lebensqualität bei mir ausmacht, das seht ihr jetzt vielleicht noch in dem einen oder anderen Schnitt. Bis dahin, wir sehen uns dann.